So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Sweet Transit. Jawohl, es gab kein Update. Aber die Frage ist halt jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Na gut, wir gehen erstmal rein, würde ich sagen, oder? Vor über einem Monat zuletzt aufgenommen. Alter. 7.6. Jetzt ist der 5.7. Geil. Auf geht es. So, erstmal Kommentare von Test. Du kannst ja noch einen dritten Dieselzug um 8 Uhr abfahren lassen. Ja, das habe ich ja wie gesagt jetzt erstmal weggelassen. Hier ist Felddorf und unsere Landwirtschaftsstadt, die einfach nur hier unten Arbeiter für die Landwirtschaft generiert und die werden dann hier hingebracht. Nach, wo sind wir? Zwingelburg. Dann haben wir noch was für Kommentare. Ja, von Test mal wieder. Er muss sich wiederholen, leider. Also, sorry, tut mir leid, wenn ich das immer noch nicht raffe. Er schreibt. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole. Bis zur Fertigstellung bedeutet nicht für volle leere Fracht. Betrifft die letzten beiden erstellten Routen. Ja, wie gesagt, sorry, wenn ich das auch nach 1000 Folgen immer noch nicht gerafft habe. So, dann kommt hier noch bei der neuen kleinen Route, hast du bei Einladen die Bedingungen bis zur Fertigstellung. Na, gucken wir mal rein. Wo ist jetzt die kleine Route? Das war hier oben, glaube ich, irgendwas, ne? Irgendwann vielleicht in 1000 Jahren habe ich das dann mal, raff ich das dann mal, wie es gemeint ist. Ach ja, genau, hier ist da, ne, Quatsch. Achso, ich brauche ja bloß hier oben reingehen. Kleiderroute, weiß ich jetzt aber, ich sag gar nicht, was damit, Felddorf hat jetzt Kartoffeln produziert, das ist sehr gut. Auch so kann ich jetzt Felddorf gezielt aufwerten. Ich mache einfach jetzt hier irgendwas. Oh, Felddorf hat jetzt alles. Im Moment. So, Kleider. Hier ist die Benennung nicht eindeutig, aber es ist egal. Hä, eine Kleiderroute? Werkzeug. Hier gibt es gar keine Kleiderroute. Oder sehe ich jetzt was falsch? Hä? Was könnte er meinen? Ich meine, gut, wie gesagt, letzte Aufnahme schon ewig her, leider. Wo haben wir denn unsere Kleiderproduktion? Das war hier unten das, ne? Ach so, gut, hier hat sich das dann wahrscheinlich umgebaut. Oder wie? Ach, weißt du was? Ganz einfach. Schreib's einfach nochmal in die Kommentare, ob sich das erledigt hat oder nicht. Bei der Tram müsste ein motorisierter Wagen ausreichen. Das funktioniert auch nicht so geil hier, die Route. Zu Signalen versus Brücken. Ich verstehe dein Argument, ich frage mich aber jedes Mal, warum du Signale im Zweierabstand baust. Du hast nicht so massig Züge im Netz, dass diese im Zweierabstand fahren müssen. Geh doch auf den Zehnerabstand. Ja, das ist einfach von OpenTDD so drin, glaube ich. Naja, sorry. Und dann hier noch ein wichtiger Hinweis. Du musst keine Stahlbrücken bauen, es gibt doch Bahnübergänge. Ja, stimmt natürlich. Ach, Menno, naja. So. Die Kaffeeproduktion könnte ja besser sein, in der Tat. Damit der Zug mehr losfährt. Worauf wartet der jetzt? Auf? Würde hier nicht noch eine Kaffeefarm eigentlich hinpassen? Das müsste doch eigentlich gehen. Dafür, ich habe doch das hier freigeräumt. Oder baue ich die hier drüben hin? Nee, dann wäre hier drüben noch Platz. Aber ich weiß halt nicht wegen dem Umweltverschmutzungsgrad. Ja, es ist schon ein bisschen. Ich könnte jetzt hier einen Blocker aus Tannen bauen, aber dann blocken die das da nur so ein bisschen ab.
Aber vielleicht reicht das schon, oder? Oder ich baue das doch hier hinten dran. Das müsste eigentlich gehen, ne? Wenn ich jetzt sage Kaffee. Achso, was brauchen die für Kaffee? Wieder diese Facharbeiter. Müsste mal gucken, ob man die haben. Aktuell haben die halt Kaffeeknappheit. Fleisch ist auch knapp. Gucken wir, ob man noch hier eine Kaffeerösterei. Quatsch. Die Frage ist, wo ist das jetzt schon wieder? Guck mal, passt doch noch eine Kaffeefarm hin. Und wenn ich das so baue, dass hier vielleicht noch eine hinpasst. Achterlager, das würde ich mal so machen. Platz hat das. Mach es mal so. So, die brauchen jetzt aber erstmal Arbeiter. Da ist die Frage, ob das, was der Zug jetzt bringt, ob das reicht. Ja, nicht ganz. Ist noch nicht ganz 100% Effizienz hier am Start. Aber Dünger. Achso, hier ist nur dann noch Werkzeug. Kann ich dem sagen, hol von. Nee, warte mal, das ist ja gar kein Lager. Ach so, der macht das einfach von da. Hol das von hier einfach. Das Werkzeug. Und die liefern dann Dünger ab. Oder hat er gerade nichts da an Dünger? Weil dann wird der Zug schneller voll. Vielleicht lohnt sich das dann ein bisschen mehr, das Ding fahren zu lassen. Beziehungsweise, weil er dann einfach schneller. Aber ich verstehe nicht, der hat irgendeine Düngerroute, aber er nimmt nichts mit. Jetzt sind die beide voll. Okay, das geht. Aber jetzt ist natürlich die Frage nach dem Dünger. Was ist da jetzt das Problem? Das müssen wir erstmal lösen hier. Dünger. Die Frage ist, wie heißt die Route von dem Ding? Achso, es ist einfach eine Arbeiter-Mix-Route. Er lädt bei Zwingelburg Steindünger ein. Das reimt sich. Bis es 100% ist. Hä? Oder ist das die falsche Bedingung? So, der fällt jetzt erstmal hier vorne hin. Hier müsste er ja dann eigentlich den Dünger mitnehmen, wenn der jetzt nicht schon durch irgendwas anderes hier weggenommen wird. Dünger ist jetzt auf Null. Kaffee wird entladen. Oder halt 40 Sekunden. Reichen die 40 Sekunden überhaupt, damit das ordentlich leer wird? Machen wir 42 Sekunden. Die eine Kaffeetasse da. Aber er hat jetzt keinen Dünger mitgenommen, ne? Warum nicht? Ist das hier vielleicht einfach verkehrt rumgesetzt? Wenn Fracht bei größer gleich, kleiner gleich.
Oder ich mache einfach bis, wie war das, bis zur fertig? Nee, das kann ich natürlich nicht nehmen. Ich glaube, dann springt mir hier Test 6837 durch den Monitor, wenn ich das mache. Könnte aber mehr für verstrichene Zeit, was weiß ich. So viel Dünger brauchen die ja nicht. 15 Sekunden. Dann nehmen wir die Route, die Strecke raus da. Keine Ahnung. Weil den Dünger hätte ich schon gern drin. Jetzt. Ach, okay, aber bloß irgendeine Route falsch. So, kommt der Dünger auch an? Nee, der ist jetzt im Bahnhof, ne? Warte mal, wir machen das anders. Bring das zum Bahnhof. Und dann sollen sie sich das einfach hier rausnehmen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, man könnte, glaube ich, vielleicht auch eine Verteilerstation bauen. Wie hieß das? Verteilerzentrum. Hä, warum ist denn das? Nicht das. Achso. Das sind dann wahrscheinlich die dann angekettet werden. Gucken wir mal, würde das gehen dann? Kaffeefarm plus 10. Ausgangslager wäre dann das. Und Eingangslager. Wäre das nicht auch dann das? So, jetzt produzieren die 34 Kaffee pro Minute mit dem Dünger. Der hat 39. Dann müsste der Zug doch jetzt immer ziemlich schnell voll werden und wir hätten erstmal das Kaffeeproblem hoffentlich nachhaltig gelöst. Also, ja. Ja, ein bisschen ist auf Reserve so. Fleisch könnte auch noch ein bisschen besser aussehen. Der hat kein Eingangslager, der hat auch kein Eingangslager. Ausgangslager, der Milchbauernhof. Ja doch, das muss ja einfach hier rein. Achso, das Ding ist schon voll. Oh, das Käselager ist voll. Eingangslager wäre ja dann, wie kommen die an die Werkzeuge? Ach, über die hier. Eingangslager könnte das dann sein. Und hier unten, natürlich Uhr zu sagen, zack. Achso, das fehlt immer so ein bisschen an den Werkzeugen und Büchern. Dass hier nicht mehr rauskommt.